auf in die neue Küche. So, ihr Lieben. Ja. Schon mal Zwiebelkuchen gemacht? Nein, noch nicht. Nee. Was brauchen wir dann dafür? Zwiebeln auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich. Und, haben wir ein Rezept? Nein, aber das kann man im Internet ausdrucken. Okay, dann los. Ja. So, wir beide, ja, wir fangen einfach schon mal ganz locker an. Ja. Du nimmst dir schon mal die Zwiebeln, ja, und schälst sie alle. Denn es heißt ja Zwiebelkuchen. Jawohl, los geht's. Natürlich braucht Frank Rosin kein Rezept für den Zwiebelkuchen, doch Markus muss sich weiterbilden und neue Gerichte lernen, um eine kulinarische Linie zu schaffen. Was ist los, Vincent? Ja. Ist er Mollen? Hä? Ist er Mollen von den Zwiebeln? Weißt du, woher das kommt? Durch den Dunst von den Zwiebeln, glaube ich. Genau. Der Dunst ist ein Gas, das sich in unseren Augen mit der Tränenflüssigkeit zu Schwefelsäure verbindet. Frank? Ja, bitte. Ich habe was gefunden im Internet. Ja. Und zwar einen Zwiebelkuchen. Ah, es gibt einen Quarkölteig. Haben wir Quark und sowas hier? Ja, Quark und Öl haben wir hier. Alles klar, los, dann lass uns loslegen. Jawohl. Neben Quark und Öl benötigt man für den Zwiebelkuchenteig Mehl, ein Ei, Milch, Zucker, Salz und Backpulver. Mmh, schön. Vincent, was meinst du wohl, warum wir das Mehl durch das Sieb machen? Dass es feiner ist. Ja. Und keine Klumpen gibt. Mensch, Dicker. Super. So. Ja. Halbe Stunde im Kühlschrank. Mach ich. Außer Küchentipps verteilt Frank Rosin heute auch Lebensweisheiten. Denk dran. Ja. Das Leben ist ein Zwiebelkuchen. Er muss immer gleich und immer lecker sein. Richtig. Während der Teig ruht, muss der Belag des Zwiebelkuchens vorbereitet werden. Natürlich mit vielen Zwiebeln. So, Kinder. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, langsam. Leichtes Salz, leichtes Pfeffer und ganz wichtig, Zucker. Zucker, ja. Und warum Zucker? Wegen dem Karamell. Richtig. Dann wird sie nicht aufpassen, verbrennen wir nicht gleich. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Weil Kochen macht so schon Spaß und mit dem Frank hat es dann richtig Spaß gemacht zu kochen. Nach dem Ablöschen werden die Zwiebeln abgetropft, damit der Belag nicht fettig wird und mit Sahne verfeinert. Nach 30 Minuten ist auch der Teig ausgeruht. So, dann die Teigrolle jetzt bitte. Die habe ich noch nicht hier, die ist beim Umzug in einer falschen Kiste gelandet. Aha. Aber wir können ja eventuell eine Flasche nehmen. Ist klar. Wenn man kein Nudelholz da ist, hilft eben auch eine Flasche. Bei Familie Laun wird unkonventionell gearbeitet, aber so langsam gewöhnt der Sternekoch sich daran. Warum macht man Backpapier da drunter? Das ist nicht festgeklebt. Yeah, gib mir den Swagger in the morning. Der Zwiebelkuchen ist einfach und schnell gemacht. Wenn das Backwerk gelingt, soll es die neue Karte zieren. Sieht ziemlich gut aus. Gut, ne? Okay, ja. Markus, Ofen auf, Vincent rein. Jawohl. Also ich habe nicht mitgerechnet, dass der Vincent eigentlich schon so gut ist und so viel drauf hat. Ich werde auf jeden Fall mit Vincent jetzt mehr zusammenarbeiten, dass wir auch viel mehr ausprobieren und testen werden. Silvia will auch weiterhin Gastwirtin für Tiere sein. Um ein ordentliches Konzept für das Tierliebe-Restaurant auszuarbeiten, ist Hundetrainerin Simone Schier unterwegs zum Dorfbrunnen. Hallo, du bist Silvia. Ja, du bist Simone. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Das ist Nelly. Hallo, Nelly. You're in love. Und auch die 13-jährige Markisha ist fleißig. Hallo, meine Liebe. Hallo. Was machst du? Eine Liste, was wir noch brauchen. Was brauchen wir denn noch so? Spülmittel, Glasreiniger. Putzlappen brauchen wir noch, ne? Mhm. Sträume. Hallo, Frank. Ich bringe dir jemand mit. Ja. Und zwar, ich habe hier eine Hundefachdame. Hallo. Simone. Hallo, Simone, ich bin der Frank. Ich habe mich mit der Simone in Verbindung gesetzt, weil ich gucken wollte, wie wir das hinkriegen mit den Hunden und dem Restaurant. Meiner Meinung nach ist es ja so, dass Hunde oder überhaupt Tiere in einem Gastraum überhaupt nichts zu suchen haben. Ja, und da haben wir uns einfach gedacht, dass wir draußen einen Teil, eine Fläche absperren, wo Hundeboxen, Körbe oder was weiß ich hinkommen. Und wo die Hunde dann betreut werden. Auch ein bisschen Wasser kriegen, Leckerli, Futter, wie auch immer. Was halten Sie davon? Nicht im Restaurant finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich sind ja Hunde
heutzutage Familienmitglieder. Und das wäre quasi so, wenn man die Kinder draußen auf den Spielplatz stellt und hier drin essen die Eltern. Also eigentlich fände ich es besser, wenn die Hunde mit im Raum wären. Frank Rosins Plan geht nicht auf. Doch Hundetrainerin Simone hat eine grandiose Idee. Wäre das nicht eine Idee, wenn man das einfach trennt, dass man, sage ich mal, einen Raum macht mit Hundebesitzern, wo dann jeder weiß, dass die Hunde willkommen sind und hier separiert? Witzig, ne? Und dafür müssen wir eine Hundetrainerin holen, wa? Klar, die Idee liegt auf der Hand. Sensationell. Ja, das ist absolut das, was wir uns dann vorgestellt haben, ne? Okay, vielleicht danke. Alles klar. Also die Hundeexpertin, die hat auch irgendwo aus meiner Seele gesprochen. Und deswegen, also die ist auf meine Wellenlänge, die Frau. Da kann man mal sehen, wie man falsch liegen kann. Hundezwingerkorb, draußen. Ne? Wenn man es mal selbst nicht weiß, einfach mal professionelle Hilfe holen. So Jungs, was macht der Kuchen? Der ist fertig. Ja? Bevor wir den rausholen, habe ich eine Frage. Was machen wir eigentlich jetzt mit der Speisekarte? Habt ihr da schon was gedacht, was erarbeitet? Ja, so ein paar Gedanken habe ich schon gemacht. Was denkt ihr, wie viele Gerichte? So 14, 15, vielleicht auch 16. Mhm. Dass sie klein ist, übersichtlich ist und ich auch regelmäßig wechseln kann. Gut, bis morgen die Karte schreiben. Ja. Einfach mal, wie ihr euch das denkt, wie ihr euch das aufbaut. Und der Zwiebelkuchen, der muss auch drauf. Also, den gucken wir uns jetzt mal an. Das bunte Sammelsurium aus geschnetzeltem Bombay-Art und Schweizer Schnitzel, das auf der Gute-Laune-Karte zu finden war, gehört der Vergangenheit an. Die neue kulinarische Linie heißt frische regionale Küche. So, dann mal los. Das erste Gericht aus der neuen Dorfbrunnen-Küche. Die ganze Familie ist gespannt auf den Gaumenschmaus. Guter Hammer ist das, ey. Also, tut mir leid. Oh, ich bin schon geil, echt. Lecker. Ja? Ja. Klasse. Super. Gefällt's dir? Mhm. Das kann man definitiv auf die Karte nehmen. Ja. Und das habt ihr gemacht. Ja. Okay. Die Aufgaben für morgen sind klar. Ja. Ja. Dann viel Spaß noch. Guten Appetit. Ne? Und ahoi. Okay. Ciao. Der erste Versuch, ein voller Erfolg.